So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension zu Nussfjord von Uwe Rosenberg. Und ich denke, viele von euch werden erst das Fazit-Video geguckt haben und jetzt dieses Let's Play-Erklär-Video gucken. Und wie immer geht, ich werde euch das jetzt zeigen, vorspielen. Es kann wie immer sein, dass ich beim Spielen und dabei quatschen und rezensieren und so ähm, Fehler einschleichen. Da müsst ihr halt dann nochmal selbst die Anleitung lesen. Ich denke, ihr werdet trotzdem ein gutes Gefühl für dieses Spiel bekommen. Und äh, wenn ich es euch erkläre, dann Fehler machen und euch das auffällt, ist es ja auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Und und ähm, ja, ich habe es ja in meinem Fazitvideo schon gesagt. Es ist auf jeden Fall der unterschätzteste Rosenberg, den ich bisher äh, erlebt habe, weil das Ding. Ist wirklich gut. Also ich habe das jetzt schon sechs, sieben Mal ähm, mit mehreren Personen gespielt, zu zweit und zu dritt. Und locker schon zehn, elf, zwölf, das müsste jetzt meine 13. Partie oder so, ähm, Solo sein gespielt. Und das macht immer wieder Bock. Also wenn ihr Rosenberg-Fans seid ähm, und, und so seine Art von Spielen generell mögt, dann guckt... Also ich werde im, im Fazit, habe ich, ja, schon ganz viel dazu sag, deswegen jetzt nur noch mal eine kurze Wiederholung... Ähm, Guckt euch jedenfalls das Spiel mal an. Das holt euch nicht sofort auf Anhieb ab. Ihr ähm, habt vielleicht schon Rezensionen dazu gehört oder habt irgendwie schon mal Let's Play gesehen oder habt irgendwie von Freunden gehört, so, ah, das ist irgendwie, nee, so nicht das, was man von Rosenberg kennt. Irgendwie findet man vieles wieder drin, aber es ist nicht so, so schick, so rund. Und ja, es ist anders. Es ist, also es, man merkt in jeder Pore irgendwie schon so ein bisschen Rosenberg, aber ihr seht das schon, ne? die Gebäudekarten, da sind nicht irgendwie groß, irgendwelche tollen Bildchen drauf. Ähm, das ist einfach so eine Karte mit Hex, das ist halt ein Gebäude. Ähm, also es ist, sage ich mal, der mechanischste Rosenberg. Und dass man diesen Anteilen kaufen und so, das ist so, man spielt das und fragt sich, hä, was soll das? Aber über diese, hä, was soll das Phase und darüber, dass man hier nicht irgendwelche Pferde aufbaut und irgendwie Koppeln baut und in Höhlen gräbt und so, wenn man da einmal drüber weg ist und das Spiel so nimmt, für das, was es ist, merkt man, wow, da steckt ein echt cooles Spiel drin, das einen super hohen Normalfaktor hat, wo man auch gerade, also gerade Solo, weil Solo kann einem keiner was kaputt machen, ähm, äh, ist das ein Super-Spiel. Also wenn ihr Solo-Gamer seid, guckt euch Nusswörth an. Äh, für mich persönlich von diesen ganzen Strate Strategiespielen äh, von Uwe Rosenberg, gerade mein Lieblingsspiel, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es zwingend besser ist als Caverna und Agricola, damit holt man viel mehr Leute, aber zum dem Ding hier, aber es ist auch richtig gut, macht mir persönlich richtig viel Spaß und vor allen Dingen, es dauert 20 Minuten, jetzt mein Let's Play mit erklären und so und erzählen, was ich so mache, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, aber ähm, in 20 bis 30 Minuten habt ihr wirklich ein tiefgehendes äh, Spiel gespielt mit ganz viel Strategie, was auch jedes Mal wieder neu ist, weil es gibt hier ähm, so ein Kartendeck. Das wir jetzt spielen, davon gibt es drei verschiedene und das sorgt quasi dafür, dass ihr auch jedes Mal fast ein ganz neues Spiel habt, wo ihr ganz anders rangehen könnt. Aber ich würde sagen, lange Rede kurzer Sinn, da werde ich halt im, im Fahrzeugvideo noch viel zu gesagt haben, fangen wir einfach mal an. Äh, vom Thema her sind wir halt in ähm, Nussfjord, das ist halt so ein, ja mittlerweile Museumsdorf auf irgendwelchen, ich glaube auf den Lofoten oder so. Ähm, und mittlerweile leben da nur 50 Leute und ihr müsst irgendwie Eintritt zahlen, um euch die Häuser angucken zu können. Also sieht da sehr, sehr hübsch aus. Na, ihr seht das: viel Text, ähm, wenig Grafik. Die Grafik an sich ist durchaus hübsch, aber. Ja, halt auch ein bisschen anders als man es normalerweise kennt aus den Rosenberg-Spielen. Und vielleicht erstmal so als äh, grobe Übersicht, äh, was wir machen. Wir haben hier unten ist halt unsere Fischfangflotte. Aktuell haben wir hier nur ein, so ein, ich glaube, Karboot heißt es. Damit können wir halt nur drei Fische fangen. Ähm, den Fisch müssen wir dann verteilen. Erstmal auf unsere Dorfältesten, wenn wir welche haben. Dann auf Anteile, die wir haben. So Anteile ne, von irgendwie anderen Fischereibetrieben. Ähm, dann auf unsere eigenen Anteile. Die bekommen wir dann später zur Verfügung. Alles, was dann über ist, kommt in die eigene Rücklage. Und ähm, alles, das, was da über 8 hinausgeht, verschwindet einfach. Danach äh, fängt dann im Prinzip schon gleich die ähm, Aktionsphase an. Das heißt, ähm, jeder hat drei Aktionen kann die dann eben in der Regel hier auf diese Aktionsfelder setzen. Später kann man sich eben noch so Älteste holen. Das sind dann quasi private Aktionsfelder, die man nur selbst nutzen kann. Aber da ist eben immer wichtig, na, ich spiele jetzt alleine, das heißt hier ist ähm, ein Fisch schon mal auf der Tafel. Die wollen halt immer gefüttert werden. Ähm, ihr müsst den halt erstmal Essen geben, damit ihr die nutzen könnt. Also vorher und nicht erst hinterher, wenn ihr geholt habt, wie bei anderen Rosenberg-Spielen. Und das Ding hier sorgt für eine Interaktion, die man sonst so auch bei Rosenberg-Spielen fast gar nicht kennt. Also sie ist auch sehr viel in Ebenen. Da, natürlich auch sehr indirekt, aber schon ganz cool gemacht. Und ich setze einfach, ne, bin dran, setze meine Scheiben irgendwo hin, führe die Aktion durch, bin dann wieder dran, zack und äh, mache dann irgendwie drei Aktionen. Gerade im Solo-Spiel geht das sehr schnell, aber auch mit mehr Leuten. Also das Spiel ist wirklich super kurzweilig. Ihr seid geführt, denkt ihr, wow, schon Runde 6, wir haben noch gerade angefangen, das geht immer sehr, sehr schnell. Und wenn das dann alle gemacht haben, ja, dann kriegt man im Prinzip nur seine äh, Scheiben wieder zurück. Guckt in halt die nächste Runde. In manchen Runden kommen dann neue Karten ins Spiel. Im Solo-Spiel kommen die direkt in die Auslage, weil es alles, Im Spiel mehr Personen sage ich nachher auch noch was zu, kriegt die erst auf die Hand. Und später kommen alle nicht gebauten Karten in die Auslage. Und ja, dann geht im Prinzip schon die nächste Runde los. Also fangen wir mal an. Im Solospiel spiele ich mit zwei Farben. Warum? Was das für Auswirkungen hat, äh, werdet ihr gleich sehen. Äh, wir haben am Anfang hier noch ein leeres Lager. Wir dürfen maximal 12 Holz haben. Alles, was wir darüber haben, das verschwindet einfach. Jedes Gold, was wir haben, ist am Ende ein Siegpunktwert. Das hier ist unsere eigene Auslage. Na, hier oben kommen die Ältesten hin. Das hier sind Plätze, die wir bebauen können. Die sind halt immer minus ein Siegpunkt. Das heißt, die müssen wir vollbauen, entweder mit Gebäuden oder mit Waldstreifen. Wir haben am Anfang vier Waldstreifen, wovon einer halt doppelt ist. Die können wir abholzen, dafür irgendwie Holz zu bekommen. Na, hier unten legen wir nachher unsere Schiffe hin, wenn wir welche bauen. Und dann haben wir hier eben noch Anteile. Die haben jetzt im Solo-Spiel ein bisschen anderen Charakter als mit mehr Personen. Am Anfang habe ich halt zwei Anteile an meiner eigenen Firma gekauft. Die muss ich erst noch realisieren, sprich, ich muss die auf den Markt werfen, dann kann ich die kaufen, andere Leute können die kaufen. Wenn ich Anteile von anderen Leuten habe, dann kriege ich dir einen lecker Fisch. Ne? Also, Fisch ist so eine Ressource, die ist im Prinzip nichts wert, aber man braucht die für ganz viele Sachen. Und wenn ich meinen schwer verdienten Fisch anderen Leuten geben muss, dann ist es so, äh, das will man nicht. Und ähm, ne? ihr seht das, jeden, den man realisiert hat, ist plus ein Punkt. Jeden, den man nicht realisiert hat, sind so minus ein Punkte Und ähm, 30 Punkte sind immer ein ganz guter Richtwert. Und ihr seht, das wären schon quasi, ne? Effektiv plus sechs Punkte, die man damit macht. Das ist auf jeden Fall schon nicht so schlecht, die auch im Spielverlauf mal zu realisieren. Diese Dinger hier sind übrigens nicht dabei, die habe ich einfach selbst gefaltet, weil für das Spiel braucht man definitiv kein Insert, kein Inlay. Aber die Dinger hat man halt in irgendwie knapp 10 Minuten selbst gebastelt, wenn man so Origami-Papier dafür hat. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht und es ist einfach super gut für das Spiel. So, dann geht das Spiel jetzt mit der Fangzeit los. Mein kleines Carbot hier fängt drei Fische. Also nehme ich mir einfach drei Fische aus dem Vorrat. Und dann gucke ich hier, wie ich diesen Fang jetzt verteile. Zuerst auf Älteste, die ich habe. Habe ich noch nicht. Eigene Anteile im Fremdbesitz. Das heißt, wenn ich irgendwie so einen Anteil weggetan habe oder andere, wer anders da gekauft hat, ich der jetzt meinen Fisch. Habe ich auch noch nicht. Im Feld also. Eigene Anteile im eigenen Besitz. Ich habe zwei eigene Anteile. Also lege ich da einfach mal jeweils einen Fisch drauf. Dann in die Rücklagen. Das heißt, einer kommt jetzt in die Rücklagen und wenn da jetzt mehr als acht wären, dürfte ich die anderen dann nicht hinlegen, dann würden die anderen zurück in den allgemeinen Vorrat kommen. Das heißt, das muss man auch immer so ein bisschen managen. So, dann geht das Spiel jetzt los. Im Solospiel kann ich jetzt einfach nacheinander drei Aktionen machen. Das hier sind die ganzen Aktionsfelder, die zur Verfügung stehen. Hier oben steht immer die Zahl drauf, wie oft das Ganze genutzt werden kann. Wenn ihr es mit mehr Spielern spielt als mit ein oder zwei Spielern, dann seht ihr schon, können manche Aktionen irgendwie zweimal genutzt werden. Hier Ältesten nehmen oder Gebäudebau kann sogar dreimal genommen werden. Schiffbau kann zweimal genommen werden. Wir spielen aber die Solo-Variante, also kann ich alles nur einmal nutzen. Was man übrigens gerne vergisst nach dem Fang, Dinge, die auf eigenen Anteilen äh, liegen, die kommen halt in den Vorrat. Die Fische kann man jetzt ausgeben und Fische und Holz und Gold sind im Prinzip so die Standardressourcen, wobei nur Gold am Ende ein Punktwert ist. Die anderen beiden Ressourcen bringen einfach gar nichts. So und ich könnte jetzt einfach mal so die klassische erste Aktion machen: Abholzen, einen Waldstreifen abgeben, fünf Holz dafür. So dann kann ich jetzt zum Beispiel mir überlegen, das ist auch mal von den Gebäuden in der Auslage abhängig, die gucken uns gleich mal näher an, was ich jetzt zurückgebe. Ich kann einfach hier einen weggeben, dann sind das zwar zwei Minuspunkte, die ich freilege, aber ich kann da halt Sachen hinbauen und vielleicht ist es manchmal für mich gut, dass ich viel auf, also wieder bald drauflegen kann, weil ich dafür einfach Extras bekomme. Wenn ich mir da noch nicht sicher bin oder es nichts in der Aussage gibt, kann ich auch einfach hier von so Doppelfelder einen runternehmen. Dann bekomme ich jetzt das Holz dafür, die fünf Stück, die ich aus dem Vorrat bekomme. Und ähm, habe halt nicht die Minuspunkte hier offen. Und ja, kann einfach mal gucken, was es später so gibt. Das Holz, das ich bekomme, kann ich mir einfach hier so drauflegen. Es gibt eben auch so ähm, Ersatztoken dafür, wo man halt ne, das 1,5 äh, Holz wert. Und wie gesagt, hier dürfen nur maximal 12 Holz drauflegen. Man kann die auch daneben legen oder so. Aber wichtig ist eben, dass man im eigenen Vorrat nur 12 Holz hat. Und das Ding ist eigentlich auch so gemacht, dass es bei 12 Holz auch schon ganz schön voll wird. Das heißt, da merkt man schon, oh, ich bin hier gerade an der Grenze, ich darf nicht noch mehr Holz bekommen. Das ist einfach so eine Limitierung aus wahrscheinlich Spiel mechanischen Gründen, dass es halt zwölf sind, weil man sonst wahrscheinlich irgendwann total explodieren könnte, irgendwelche krassen Züge machen kann, die man so in der Form gar nicht machen soll. Aber man kann trotzdem sehr coole Züge machen. So dann kann ich als Aktion zum Beispiel den Schiffbau machen. Da ist schon so ein Pfeil nach hier. Das heißt, jetzt kann ich mir hier von diesen Schiffen eins aussuchen. Übersteigen gerade alle noch so ein bisschen meine Möglichkeiten. Also nehme ich mir hier einen Slub gebe dann zwei Fische und zwei Holz ab und lege die hin. Jetzt habe ich nicht mehr eine Fangmenge von drei, sondern eine Fangmenge von, sieht man es ja, von fünf Fischen, die ich jede Runde bekomme. So, also und jetzt kann ich als Aktion zum Beispiel noch einen Gebäudebau machen und das ist jetzt ein bisschen das Schlüsselelement des Spiels und zwar seht ihr hier einmal am Anfang neun A-Gebäude A-Gebäude bringen ja halt in der Regel nicht so wirklich viele Punkte wobei die hier mit zwei teilweise schon recht viel bringen hier gibt es sogar Minuspunkte die bringen nur so ein bisschen das Spiel voran bauen so ein bisschen so eine Engine auf so begrenzt Da gibt es hier halt die B-Punkte die bringen halt auch so irgendwie Punkte irgendwelche coolen Effekte und später im Spiel kommen halt noch C-Gebäude rein und die können halt dafür sorgen dass ihr ent entweder irgendwie unter bestimmten Voraussetzungen an krasse Ressourcen kommt Ressourcen auch irgendwie gut in Punkte umwandeln könnt also das ist immer spannend was da so kommt und da hilft ist eben auch die Decks zu kennen. Es gibt wie gesagt drei verschiedene Decks und wenn man halt immer so weiß, was da so kommen kann, dann kann man da schon so ein bisschen gezielt darauf hinspielen und versuchen halt wirklich sein Punkteerlebnis zu erhöhen, aber man weiß halt nie, was wirklich so kommt. So, und ich könnte jetzt mit euch alle Gebäude durchgehen. Ich kann euch nur mal so ein bisschen erzählen, was so ähm, grundsätzlich mein Plan ist. Das ist halt auch so ein bisschen das, was den Einstieg bei diesem Spiel erschwert, weil äh, am Anfang liegen hier erstmal ne, 3, 6, 9, 12, 15 Gebäude aus plus noch irgendwie die ganzen ähm, Ältesten, wieder da in der Auslage hier oben liegen. Also irgendwie erstmal 21 Karten, die man zu lesen hat, mit viel Text. Und das sind alles cool miteinander verzahnte Effekte, wo man wirklich versuchen muss zu gucken, wie, welche Kombination brauche ich, um da wirklich krass, also wirklich gut Punkte rauszuholen? Ihr merkt das, ne? 30 Punkte ist nicht viel. Das heißt, wir bewegen uns immer in einem sehr engen Punkterahmen. Da kann es auf ein, zwei Punkte pro Runde ankommen, was sich am Ende summiert und dafür sorgt, dass ihr mit zwei, drei, vier Punkten vorne seid. und, ähm das ist eben das, wo man wirklich mehr Erfahrung braucht. Und das ist auch der Grund, warum das Spiel am Anfang so kalt ist, Weil das hier kann man nicht durchschauen. Man macht einfach irgendwas und denkt sich hinterher so, pff, ja, irgendwie, also ich war nach meinen ersten zwei Partien wirklich underwhelmed. Und je häufiger ich das spiele, und ich habe auch das Deck gewechselt, das anfängerdeck finde ich echt nicht, nicht also gut, hat mich nicht abgeholt. Ähm, das hier ist das, ich habe keine Ahnung, glaube ich Forelle, blau ja. Ähm, Wird es wahrscheinlich sein. Äh, das Deck finde ich richtig gut. Das dritte Deck habe ich noch gar nicht gespielt. Und hier kann man jetzt eben auch gucken, was liegen hier in Gebäude aus. Wie bringen mir die coolen Synergieeffekte? Wie kriege ich dadurch Ressourcen? Ähm, wie kann ich nur damit Punkte machen? Aber es gibt eben auch andere Effekte. Ich kann durch, äh, wenn ich Fisch serviere, kann ich irgendwie Gold generieren. Gold ist auch wieder ein Punkt. Ich kann Gold auch wieder irgendwie in ähm, Schiffe umwandeln, die mir wieder Fische bringen, die ich auch wieder zum Servieren benutzen kann. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge, ähm, die man machen kann, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen. Und je nachdem, was hier so für Gebäude ausliegen, ähm, sind bestimmte Aktionen wichtiger, muss man auf irgendwelche Dinge kommen. Es ist eben so bei diesem Spiel, dass hier nicht alles sofort offensichtlich ist, wie man krass Punkte bekommt, sondern man merkt erst meistens beim Spielen und bei mehreren Partien auch so: Ah, darüber kann ich Punkte machen und hm, das bringt ja da gar nichts, weil ich kriege irgendwie kein Holz und keine Fische. Ah, ich kann die hier hinliefern und den füttern dann kriege dafür Gold und dafür kann ich mir einen Schoner kaufen, dafür kriege ich mehr Fische. Mit der Karte kriege ich die Tafel wieder leer, kann da wieder mehr Punkte drauflegen. Also das ist super genial gemacht, aber äh, wie gesagt, geht leider gerade ein bisschen unter. Aber äh, mein Plan ist jetzt auf jeden Fall, mir diese Fischhandlung hier zu kaufen. Jederzeit im, innerhalb der Rücklagen kann ich drei Fische zu einem Gold machen. Das Ding kaufe ich mir jetzt, kostet mich zwei Holz, lege ich einfach mal hier so hin. Das liegt dann auch für den Rest des Spiels da. Ich gebe jetzt zwei Holz dauerhaft ab. Und ja, kann, immer wenn ich jetzt hier drei Fische zu liegen hätte, könnte ich halt wirklich da ein Gold draus machen. Und diese Rücklagen kann ich auch später über eine Extraktion wieder abrufen. So, jetzt habe ich alle drei, meine drei Worker ähm, gelegt. Das heißt, die Runde ist vom Grundprinzip her vorbei. Also nehme ich hier diesen runden Track. Das ist der jetzt fürs einfache normale Solo-Spiel. Ich schiebe den auf zwei vor. Ähm, normalerweise soll man in der Phase die roten nehmen und hier die blauen Marker. Ich spiele gerne mit Gelb, deswegen nehme ich einfach mal hier Gelb und hier nehme ich die Blauen. Das heißt, ähm, jetzt kommen die Steine zum Einsatz. Die anderen gelben lasse ich liegen. Diese Felder sind jetzt für mich gesperrt. Die kann ich nicht benutzen in dieser Runde. Jetzt gucke ich, was habe ich hier für einen äh, für Fischfang? Die Fangmenge sind halt fünf. Also nehme ich mir jetzt hier. 5 ähm, und gucke jetzt wieder. Älteste habe ich noch keinen. Anteil im Fremdbesitz habe ich noch nicht. Eigene Anteile habe ich nur zwei. Und die anderen kommen in die Auslage. Das heißt, die füllt sich schon mal wenig Und die beiden Fische bekomme ich jetzt. Das ist nicht so viel. Das muss auf jeden Fall noch besser werden. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch hier gerade die schlechteste Partie ever spielen. Ich glaube, 27 Punkte war so mein schlechtestes Ergebnis. 34, glaube ich, das beste. Mal gucken, wo ich jetzt hier am Ende lande. So, und jetzt geht die Zahl der Möglichkeiten schon äh, krass nach oben. Ich kann jetzt versuchen, meine Rücklagen flüssig zu machen, um äh, dann hier diese Fische zu holen, die Fische dann auf die Teller zu servieren. Ähm, dafür bekomme ich halt immer ein Gold. Ich muss halt immer so viele Fische drauflegen, wie er draufsteht. Also 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5 und bekomme da halt immer ein Gold für, kann die halt wieder für Aktionen für Älteste benutzen. Ich könnte mir jetzt auch einen Ältesten holen, den einmal aktivieren, zum Beispiel den Teichbauer. Dann kriege ich vier Fische plus einen pro Gebäude und verteile die nach den normalen Regeln. Das heißt, ich bekomme die auch wieder sofort, kann die sogar noch in meine Auslage legen und mache. Dann, das mache ich, glaube ich sogar. Ich glaube, das sieht gerade gefühlt nach. Ich probiere es einfach mal aus. Man kann bei diesem Spiel Hardcore alles durchoptimieren. Ich überlege, also ich gucke mir die schon an. Da sitze ich auch mal durchaus drei, vier, fünf Minuten schweigend drüber und überlege, was so irgendwie coole Effekte sein könnten. Aber dann mache ich auch einfach mal und das klappt auch oftmals ganz gut. Also ich mache das jetzt. Benutze hier das Feld Else nehmen und sofort nutzen da nehme ich mir hier diesen Teichbauer, leg den dann hier hin und kann den sofort nutzen. Wenn ich einen Ältesten nutzen möchte, dann braucht der Fisch. Das heißt, ich nehme hier von der Tafel einen Fisch runter, lege den hier drauf und bekomme jetzt eben wieder vier Fische plus ein pro Gebäude, also sogar fünf und verteile den wieder nach den normalen Regeln. Das heißt, ähm, Älteste, der kriegt erstmal einen Fisch, eigene Anteil, im Fremdbesitz habe ich nicht. Eigene Anteile, die ich habe, kommen zwei drauf. Und die anderen beiden kommen hier hinten in die Reserve. Die beiden Fische bekomme ich jetzt quasi. Und jetzt könnte ich zum Beispiel meine Rücklagen flüssig machen. Damit kann ich mir jetzt hier diese Fische holen. Habe die dann im Vorrat. Und dann, ich habe das jetzt nicht noch durchgerechnet, kann ich zum Beispiel Fisch servieren. Mehrmals für je ein Gold. Das heißt, ich äh, ne, lege den Marker hier hin. Kann jetzt mal ganzen Fisch in die Hand nehmen. Und serviere den Ältesten jetzt ihre Festtafel. Hier lege ich einen Fisch drauf. Dafür bekomme ich ein Gold. Ich lege es jetzt nur zur Übersicht dahin. Hier für das nächste Feld brauche ich zwei Fische. Einer bleibt hier liegen, der andere kommt wieder zurück in den Vorrat. Auch dafür bekomme ich ein Gold. Beim nächsten Feld genauso. Ich brauche drei Fische. Einen lege ich drauf, zwei kommen in den Vorrat. Ich bekomme dafür ein Gold. Nächstes Feld, drei Fische. Da lege ich einen drauf. Huch, der wollte nicht. Zwei kommen zurück in den Vorrat und ein Gold bekomme ich. Jetzt habe ich noch einen Fisch übrig, den lege ich einfach wieder zurück in meinen Vorrat das Gold bekomme ich, das sind jetzt schon mal vier Punkte, ich könnte jetzt irgendwie in der nächsten Runde Anteile realisieren, dann hier ganz viel Kram kaufen, ich kann jetzt nächste Runde die vier Gold ausgeben und hier so ein Schoner kaufen, der Schoner ist richtig lang, da kann ich meine Fangmengen gleich richtig krass erhöhen, das bringt mir natürlich am meisten, wenn ich viele Anteile realisiert habe, also ich habe da jetzt schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, kann noch gucken, was mir die Gebäude hier bringen, ich möchte prinzipiell auch viele Gebäude kaufen, weil wie gesagt, in, in zwei Runden schon kommt C-Gebäude rein und zwar vier, aber nur wenn ich hier auch vier freie Felder habe. Wenn nicht, dann nicht. Und je mehr Gebäude ich hier habe, umso mehr Möglichkeiten habe ich, um noch mehr Punkte zu generieren. Aber dann sind meine Aktionen schon begrenzt. Ich bin jetzt ja schon durch zwei Runden durch. Hätte ich jetzt nicht so viel dabei gelabert, wird das noch deutlich schneller gehen. Aber es hat, glaube ich, auch so nicht so super lang gedauert. Und ähm, ja, hier habe ich eben auch das Problem, wenn diese Festtafel voll ist, dann kann ich das Fisch -Servieren nicht mehr machen, egal wie viel Fisch ich fange. Das heißt, da muss ich mir im Prinzip auch irgendwie Älteste holen, um damit die Tafeln auch wieder leer zu kriegen, falls ich versuche, mir da so eine Engine aufzubauen. Und ich habe auch schon diverse Partien gespielt. Gerade Solo, die ich auch mit anderen Spielern zusammen, die ich komplett ohne Ältesten gespielt habe, das geht auch. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, man muss sich das wirklich richtig selbst zusammenpuzzeln und, und überlegen, was so cool ist. Das ist halt nicht so offensichtlich. Bei anderen Spielen, so wie Agricola oder Le oder so, da wird einem das quasi auf dem Präsentierteller serviert. Da macht, also man muss sich schon ein bisschen lang machen, Plan machen, aber das ist sehr offensichtlich. Das ist es hier nicht. Und das macht dieses Spiel meiner Meinung nach so absolut cool. Auch wenn es, wie ich finde, unfassbar dröge aussieht und in den ersten ein, zwei Partien auch fast so wirkt. Aber glaubt mir, also ich bin ja jemand so bei Euros, da sage ich immer, ich weiß nicht. Aber das Ding, also wie gesagt, ich habe, keine Ahnung, acht. Ich habe es nicht, nicht wirklich 100% gelockt, aber viele, viele Solopartien schon gespielt. Und auch die jetzt schon macht mir gerade wieder richtig viel Bock, weil man halt so coole Dinge sehen kann, die einem erstmal auffallen müssen, wo man auch wirklich ganz, also man kann dieses Spiel, glaube ich, ganz, ganz oft spielen. Und mit jedem neuen Deck hat man dann wieder auch eigentlich ein fast neues Spiel. Weil aus diesen Karten kommen wir später zu. So, wir sind jetzt in Runde 3. Das heißt, ich bekomme meine gelben Marker wieder zurück. Bekomme dann jetzt weiterhin 5 Fische. Und die verteile ich jetzt wieder. Erst die Ältesten. Der ist jetzt satt. Das heißt, zwei kommen hier rein. Einen bekomme ich dafür. Frage mich nicht warum. Das ist auch wieder so eine Mechanik. Die geht voll auf. Aber wenn ihr das spielt, denkt ihr euch. Warum? Es ist voll hohl eigentlich. Also, vielleicht gibt es eine thematische Begründung für. Ich habe eine einmal nach nicht komplett durchgelesen, aber es, es fügt sich wirklich nahtlos zusammen. Das ist wirklich ähm, toll. Dann Anteile in Fremdbesitz gibt es nicht, auf die Anteile und dann zwei in den allgemeinen Vorrat. Die beiden Fische hier bekomme ich. Ich habe gerade so einen kleinen Holzmangel, aber ich hoffe, dass ich damit ganz gut umgehen kann. Und ja, dann geht im Prinzip schon die Runde los. Dieses Nachahmungsfeld hier gibt es übrigens für zwei Spieler nicht. Das hat man nur im Solo-Modus oder wenn man vier Spielern spielt, zu dritt gibt es sogar ähm, hier noch mehr Nachahmungsfelder. Das, äh, ich habe es ja, schon mit drei Leuten gespielt, aber äh, zu fünf ist das sogar. Äh, ich habe es nicht zu fünf gespielt, deswegen weiß ich nicht, was die unterschiedlichen Farben und Dinger hier zu bedeuten haben. Aber wir machen das jetzt mal in dem Modus weiter. So, jetzt habe ich natürlich diese coole Karte hier mit der Fischhandlung. Jetzt will ich hier viele Fische reinbekommen. Das heißt, die diese Anteile realisieren ist vielleicht gerade gar nicht so gut. Ich könnte jetzt vielmehr versuchen, nochmal, ich mache das einfach, Schiffbau. Dann kann ich mir jetzt hier diesen Schoner nehmen. Den Schoner kann ich entweder für 8 Holz und 8 Fisch kaufen oder, das übersieht man gerne in meinem ersten Spiel, für 4 Gold. Durch meine tolle, ich brate und serviere den ältesten, den leckersten und dekadentesten Fischaktion, habe ich 4 Gold. Die gebe ich ab. Das sind eigentlich 4 Punkte, aber der Schoner ist ja auch 4 Punkte wert. Das heißt, ich tausche jetzt im Prinzip Siegpunkt gegen Siegpunkt und bekomme dafür Fische. Und Fische sind für mich auch wieder Gold, wenn sie in die Rücklage kommen, was wieder Siegpunkte sind. Das heißt, hier habe ich mir jetzt gerade schon eine Siegpunktmaschine gebaut. Und wenn ich jetzt da über ein, zwei Runden ähm, Gold ansammle, mein wir die den nächsten beiden Runden jeweils zwei Gold, kann ich hier schon noch, also es wieder eintauschen und dann noch mehr Punkte generieren. Also und muss dafür sonst halt nicht mal wirklich was tun, außer eine, Akt, ja, eine Aktion ausgeben, und Rücklagen für sich zu machen. Und, aber das ist halt gesichertes Einkommen, das ich auf jeden Fall jetzt habe. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt kann ich auch schon mal gucken und rechnen. Ich verrate hier einen Fisch, zwei Fische, drei Fische, bekomme acht, das heißt, hier würden jetzt gleich noch fünf reinkommen, das wäre noch vollkommen okay. Das ist auch so ein bisschen die Frage jetzt. Ich habe schon überlegt, also so eine Engine aufbauen, wo ich halt hier immer für gut Fische serviere, ist natürlich ganz cool, wenn das funktionieren würde, Bei dadurch würde ich halt auch gut Gold bekommen, aber dann kann ich halt die Fischhandlung nicht machen. Also ich darf man vielleicht absehen, außer wenn ich halt Aktionen für Älteste brauche und kann jetzt überlegen, was ich stattdessen mache. Und da wir jetzt hier gleich neue Gebäude bekommen, möchte ich eigentlich gerne Gebäude bauen, aber ich fürchte, dafür fehlen mir gerade so ein bisschen die Ressourcen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich glaube, ich mache einfach Anteil realisieren. Dafür kriege ich plus zwei Gold. Also nehme ich mir die, lege die in meinen Vorrat und kann jetzt einen Anteil nehmen, umdrehen und hier drauflegen. Ist jetzt zwar ein Fisch weniger, den ich erstmal bekomme, aber ich habe die beiden Gold bekommen. Warum habe ich das gemacht? Ich hoffe, das hat jetzt, äh, war jetzt nicht... Äh, warte, nochmal gucken. Ja, klappt wunderbar. Dann nehme ich... Jetzt mache ich hier Gebäudebaum, meiner letzten Aktion für diese Runde. Da sind wir auch schon fast halb durch. Und nehme mir das hier, weil das passt ganz gut zu meiner Engine, Waldlichtung zu jedem neuen Gold, das sind dann einen Fort gelangt plus ein Holz. Kriege ich quasi gratis Holz, immer wenn ich die Fische aus dem Lager abrufe. So lege ich zum Beispiel mal hier und habe damit wieder Minuspunkt überdeckt. Und dann ist die Runde auch schon wieder vorbei. Das heißt, ich schiebe den jetzt hier runter. Jetzt kommen vier C-Gebäude in die Auslage. Ich habe leider gerade nur zwei freie Plätze, also die hier kommen die kann man auch vorher nochmal mal irgendwie gut durchmischen. Und jetzt kommen halt die Gärtnerei. Bei Spielende minus Punkte auf Bauernfelder, mit die ein Holz aus dem eigenen Vorrat abdecken. Das ist nicht schlecht, ne? wenn ich hier irgendwie jetzt ganz viel abholze, weil ich das Holz brauche, dann würde ich ja Minuspunkte dafür bekommen. Und wenn ich halt Holz habe, dann kann ich das einfach hier quasi so drauflegen, dass man die Minuspunkte nicht mehr sieht. Und dann äh, kann ich quasi Holz nochmal zu Punkten machen, muss mich nicht stressen, dass ich hier alles zubaue. Das ist gar nicht so schlecht. Aber jetzt auch nicht der krasse Punktegarant. Gucken wir hier mal drauf. Fünf Siegpunkte bei mindestens 3 B-Gebäuden. Aktuell habe ich noch gar keins. Und das kostet mich halt zwei äh, Holz, drei Fisch und ein Geld. Also einen Punkt muss ich doch schon wieder reinstecken. Äh, da müsste ich jetzt im Prinzip darauf hoffen, in zwei Runden kommen vielleicht nochmal neue C-Gebäude rein. Dass da vielleicht coolere Gebäude kommen. Falls nicht, muss ich halt gucken, was ich mit dem, was hier so aussieht, machen kann, um möglichst nah an diese 30 Punkte oder sogar mehr zu kommen. So, dann kriege ich jetzt erstmal die blauen Marker wieder. Ich bekomme jetzt immer schon acht Fische, weil das eben, glaube ich, auch acht waren. Also erstmal futtern die Ältesten. Dann eigene Anteile in Fremdbesitz. Da habe ich jetzt ja hier oben einen liegen. Da würde einer raufkommen. Der kommt dann aber gleich wieder zurück in den äh, allgemeinen Vorrat. Dann eigene Anteile in eigenem Besitz. Hier. Und dann habe ich jetzt noch vier übrig. Die kommen quasi hier rein. Jetzt liegen hier genau sechs, und da kann ich jetzt halt überlegen, ob ich die zu Gold mache oder ob ich den Fisch vielleicht einfach für brauche, für, für irgendwas, was auch immer. Äh, das kann ich jederzeit machen innerhalb der Rücklagen. Das heißt, ich kann jederzeit hier jeweils drei oder sechs, also rausnehmen und da zwei Gold reinlegen und dann mit der machen Aktion das Ganze vielleicht abrufen. Da bin ich jetzt nicht darauf fixiert, das jetzt sofort zu machen. Ah, und da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Jetzt du, ich habe ja den Anteil hier realisiert. Äh, ich, denke, dass ich dieses Gebäude da schon hatte, wenn ich hätte ich es vorher bauen können, das heißt zu jedem neuen Gold, das in deinen eigenen Vorrat gelangt, plus ein Holz, das heißt da hätte ich auf jeden Fall noch diese zwei Gold bekommen, ich hoffe ich habe das so rum gemacht, falls nicht, wäre das auf jeden Fall so rum deutlich schlauer gewesen und auch so ein Ding, das muss man halt irgendwie also das wirkt jetzt, wenn ich das erkläre, wahrscheinlich sehr offensichtlich ich glaube mir, wenn ihr das Spiel spielt, dann seht ihr solche Dinge am Anfang nicht, aber das macht super viel Spaß, wenn man anfängt das zu sehen, und ich weiß, von dieser Textwüste werden viele Schre äh, ja, jetzt abgeschreckt sein, aber es ist wirklich, also es macht echt Spaß. Und das sage ich als jemand, der ne, bei Eurogames immer sagt, nee, zu wenig Thema und so. Aber das ist eine coole Knobelaufgabe, die nicht so offensichtlich ist wie bei anderen Spielen. So, die beiden Fische nehme ich wieder hier rüber. Die kann ich nicht zu Gold machen, das geht wirklich nur in den Rücklagen, also hier. So, meine Rücklagen sind ja auch gerade ganz gut gefüllt. Jetzt könnte ich mir die Räucherkarte holen für ein Holz. Holz in die Rücklagen auffüllen, bis dort genauso viel Holz wie Fisch ist. Das heißt, ich könnte jetzt hier den zweiten Gebäudebau aktivieren, gebe dann ein Holz zurück in den Vorrat, hole mir diese Räucherkarte, lege sie dann hier, habe wieder einen Minuspunkt überdeckt, kriege dafür sogar noch einen Punkt am Ende und habe jetzt hier sechs Fische in meinem Vorrat. Das heißt, ich kann da einfach mal, oder meinen Rücklagen, kann da jetzt einfach mal sechs Holz dazu legen. Das ist doch schon ganz gut, das lohnt sich doch schon fast, das abzurufen. Es gibt jetzt so viel, was ich machen kann. Ich kann jetzt die äh, Rücklagen flüssig machen, kann mir hier Gold holen, habe das Holz dann, kann damit vielleicht noch irgendwelche coolen Dinge hier bauen, kann mir dann irgendwie mit dem Nachahmungsfeld hier nochmal ein Schiff bauen, oder ich kann mir auch einen ältesten holen und ähm, den Konstrukteur holen, darüber noch ein Schiff bauen, kann dann hier für Holz zu so einem Schoner machen, bekomme dafür wieder mehr äh, Fisch, habe halt auch schon mal Punkte gesichert und äh, kann auch sonst noch gucken, was ich irgendwie bauen kann. Ähm, wie gesagt, C-Gebäude ein bisschen wenige. Ich könnte jetzt auch mit der Nachahmungsaktion mir nochmal ähm, so, so ein Gebäude holen. Auf diese Hart 4-Gebäudetaktik bin ich noch gar nicht so gegangen. Aber ich glaube, ich mache mal die Rücklagen flüssig. Mache dann hier vorher ne, jederzeit zweimal drei Fisch zu zwei Gold. Gebe den Fisch zurück bekomme das jetzt alles in meinen Vorrat, habe jetzt ja zwei Gold in meinen Vorrat gelegt und da kommen wir noch bei dem Gebäude hier äh, na, ähm, plus ein Holz für jedes Gold, das in deinen Vorrat gelangt. Ähm, das heißt, da bekomme ich nochmal zwei Holz und jetzt also ich kann die Sachen hier mal eben beiseite legen. So, jetzt kann ich hier schon mal gucken, wie viel Holz habe ich überhaupt gerade, weil ich darf ja nicht mehr als zwölf haben und siehe da, ich habe äh, drei, sechs, neun, zehn. Also Luft, aber ich sollte das Holz jetzt vielleicht auch mal ausgeben. Ähm, dieses sofort Holzenrücklagen auffüllen, bis dort genauso viel Holz die Fisch ist, mache ich halt nur einmalig in dem Moment, wo ich das kaufe. Sofort das wirklich einmalig, sofort. Also, jetzt könnte ich mit der Aktion hier mit zum Beispiel diesen Konstrukteur holen und sofort nutzen. Das heißt, ich lege den hier hin, nehme jetzt, einen, nehme jetzt einen Fisch von der Festtafel, serviere dem meinem äh, Ältesten und kann ich sofort Schiffbau oder Gebäudebau machen. Und beim Schiffbau kann ich jetzt eben wieder 2, 4, 6. ich kann nicht ähm, den, den, den acht Fische ausgeben. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ich gebe einfach mal die vier. Holz ab, hole mir dafür jetzt noch so einen Schoner, leg den hier hin und jetzt bekomme ich immerhin schon 10 Fische. Das heißt, meine Auslage ist jetzt auch auf jeden Fall immer gut gefüllt und das waren auch schon wieder alle Aktionen. Ich hätte vorhin noch überlegen können, hier den Anteil ähm, zu realisieren, aber ja, machen wir vielleicht später. Wobei, wir haben jetzt gar nicht mehr so viele Runden. Ich hoffe, ich bin hier mal vorgegangen und auch nicht durcheinander gekommen. Gucken wir mal. Ähm, so, dann machen wir den hier wieder vor. Runde 5, das heißt, ich bekomme die gelben oder eigentlich ja die roten Marker wieder, bekomme jetzt eben den Fisch, also 10 in dem Fall. Dann habe hier 5 und 5, das heißt, erstmal bekommen wieder meine Ältesten was, dann bekommt der Fremdanteil hier was und dann bekommen meine Anteile was und die 5 hier, das habe ich schon mal vorher ausgerechnet, kommen in die eigenen Rücklagen. So, jetzt könnte ich mir zum Beispiel dieses Pfahlhaus holen. Das kostet ein Gold und sorgt dafür, dass ich halt weitere Felder abdecke und bringt immer drei Punkte für ein Holz. Das ist echt nicht schlecht. Kann dann zwar keine weiteren Schiffe bauen, aber muss ich halt irgendwas anderes machen. Und ich habe ein B-Gebäude äh, und ich habe wieder ein Gebäude leer gebaut. Das ist eigentlich ganz gut. Das heißt, ich lege jetzt hier ein auf Gebäudebau, gebe dann ein Holz ab und ähm, bekomme dann hier den, den Wasserturm ähm, das Pfahlhaus. Und äh, legt, na ah, okay, das lege ich jetzt nicht mal hier hin, aber ich lege es hier hin, habe eben trotzdem drei Punkte bekommen und jetzt äh, beträgt meine Fischfangmenge immerhin schon zwölf. Das heißt, ich bekomme das Ding hier wirklich sehr regelmäßig und sehr gut voll. Ich bekomme noch hier lieber ein Fisch, wie gesagt, das vergisst man echt gerne mal. So, und jetzt gibt es zum Beispiel hier diese Treibflößerei, die klingt sehr verlockend, bei Fangmenge zwölf, was ich jetzt erreicht habe, vor jeder eigenen Arbeiteraktion zwei Holz in die Rücklagen. Das heißt, immer wenn ich irgendwo einen Arbeiter hinlege, dann kommen hier zwei Holz rein. Und dann kann ich halt irgendwann Rücklagen flüssig machen und bekomme das Holz hier und darf trotzdem nicht mehr als 12 haben. Aber es ist quasi gratis Holz, was ich vielleicht mit irgendwelchen Karten hier zu Punkte machen kann. In der Auslage, gefühlt geht das gerade noch nicht, aber das kann gleich kommen. Deswegen ist jetzt die Frage, mache ich das jetzt schon? Äh, mache ich das nicht? Es würde mich halt auch ein Gold kosten. Das heißt einfach, ich müsste jetzt vielleicht sogar einfach die Aktion hier oben machen, plus ein Gold, wobei ich auch einfach Anteile realisieren könnte. Das mache ich vielleicht sogar mal. Oder ich hole mir das Armenhaus sofort alle Fische von der Festtafel in den eigenen Vorrat. Boah, es gibt Möglichkeiten und man weiß, also man könnte das jetzt alles hardcore durchrechnen und man spielt es einfach so wie ich und denkt sich, boah, cool, cool, cool und macht dann irgendwas. Ähm, und, und man kann ja also immer, wenn man kommt man entdeckt neue Kombinationsmöglichkeiten und denkt dann auch, verdammt, nur noch irgendwie zwei Runden danach, nur noch sechs Aktionen, also jetzt noch acht, aber das ist nicht viel. Und selbst mit diesen Karten, die ihr gerade auslagen, könntet ihr eine Partie spielen und könnt die ganz anders spielen, als ich die gerade gespielt habe. Das ist wahrscheinlich nicht das Optimalste. Aber ich mache das einfach trotzdem. Ich gehe mal hier hin, realisiere noch einen Anteil, ne, den Fisch hier kann ich auch schon mal wieder wegtun, bekomme dafür zwei Gold. Dafür würde ich jetzt auch schon wieder zwei Holz bekommen, durch meine tolle Waldlichtung. Passt, ich habe jetzt, glaube ich, elf Holz. Und dann mache ich mal mit dieser Nachahmungsaktion den Gebäudebau, hole mir diese Treibflößerei, lege die jetzt hier auf meinen Spielplan, kann die auch meinetwegen hier hinlegen. Und gebe da jetzt eben wie hier abgebildet zwei vier Fische und ein ähm, Gold ab. Und dann waren das auch schon wieder alle gelben Marker, die ich eingesetzt habe. Das heißt, ich äh, gehe hier dahin. Jetzt kommen immer ein drei neue C-Gebäude Das ist schon ganz schön gut. Äh, drei Siegpunkte plus ein Siegpunkt pro Schiff auf dem Ablageplan. Hm, das ist nicht schlecht. Für je, also für alle Schiffe, die einfach hier noch liegen und ich werde da jetzt keine mehr ähm, bauen, würde ich halt Punkte bekommen. Äh, und zwar vom Grundprinzip her stecke ich ja, also es kostet halt ja zum Beispiel auch 3 Gold. Das heißt, ich würde ne, die 3 Punkte, die ich standardmäßig bekomme, werden damit schon wieder verrechnet. Aber wenn, ich kann hier gucken, es liegen hier halt noch 2, 4, 6. Das wäre ja einfach ein Plus von 6 Punkten. 6 Punkte, wenn der Score so auf 30 zugeht, ist nicht so wenig. Ähm, dann haben wir hier noch sowas. 8 Siegpunkte bei mindestens vier Ältesten. Die kann ich noch bekommen, kostet aber auch 3 äh, Gold. Also wären es quasi plus 5 Punkte. Und als letztes haben wir noch die Bankzentrale äh, sofort plus ein Gold pro realisierten, realisierten Anteil im eigenen Vorrat. Das ist jetzt wieder so, wenn ihr das jetzt euch anguckt. Das klingt nicht, äh, ihr seht das nicht, denkt euch wow, total cool und boah, mega krass. Das sind alles nur so kleinteilige Aktionen. Ich, also bei, bei The Gallery zum Beispiel macht man auch nur so kleinteilige Aktionen. Da bekommt man hier so ein kleines Mühe, hier so ein kleines Ding, hier irgendwas und das äh, hat mich überhaupt nicht angemacht. Und ähm, hier ist es. Also, wie gesagt, ich, also ich also jetzt gesehen, ich war bei Uwe Rosenberg zu Hause. Ich kenne ihn persönlich, verstehe mich auch so ganz gut mit ihm. Aber zu seinem ist da war ja mein Rezension der Aufhänger: Hänges ist Mist. Das würde ich auch heute noch so sagen. Also, ich fand es wirklich einfach nicht gut. Und äh, das Ding hier, das, äh, ja, also spielt es einfach selbst und spielt es mehr als zwei, dreimal. Das gewinnt echt viel. So, jetzt, jetzt müsste ich hier im Prinzip wieder äh, fünf Minuten gucken und überlegen, äh, was ich machen kann. Ich könnte jetzt sagen, wir sind in Runde 6. Also ich könnte, erstmal machen wir wieder natürlich Fischfang. Ich kriege jetzt 12 Fische. Das ist schon mal echt ganz gut. Das ist leider nicht alles für mich. 2, 4, 6. Verteile ich dann wieder. Hier einer drauf, hier einer drauf, hier kommt 2 drauf, hier kommt 2 drauf. Der Rest würde jetzt in die Auslagen in die, hier, hier reinkommen. Äh, da ist jetzt natürlich die Frage jederzeit. Ich glaube, ich lege die alle auf einmal dahin. Das heißt, ich kann jetzt hier von ähm, drei Stück in ein Gold umwandeln. Und dann legt da ein Gold rein und dann bleiben halt noch zwei Fische übrig. Jetzt kann ich zwei, vier, sechs da genau zulegen und dann ist mein Fang genau aufgegangen. Das ist doch total super. Die blauen Marker bekomme ich wieder. Ja, jetzt die große Frage: Was mache ich? Also mir die vier Ältesten holen, wäre überhaupt kein Problem. Die mit dann bezahlen auch nicht. Ich habe jetzt ein, zwei B-Gebäude. Jetzt die Frage, ich kann aber gar nicht mehr so viel bauen aktuell. Das ist jetzt auch ein Problem. Diese ganzen coolen Gebäude können mir irgendwie super krass viele Punkte bringen, aber ich kann im Prinzip nur noch einmal bauen und nicht so zweimal bauen. Das heißt, ich kann nur noch drei Gebäude bauen. Und damit muss ich jetzt auf jeden Fall planen und gucken, wie ich da jetzt noch zu Punkten komme. Die beiden Fische kommen hier hin. Ne? Die ältesten sind auch satt. Das heißt, da kommen jeweils zwei Fische von weg. Und einer jeweils kommt auch in meinen Vorrat. Ich hoffe, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Jetzt gehen mir echt die Aktionen aus, weil selbst wenn ich mir jetzt noch ein B-Gebäude hole, dass ich mir die beiden Gebäude holen. Ich brauche aber noch Platz hier, damit ich die überhaupt irgendwo hinbauen kann. Ich mache jetzt einfach mal und guck mal, was dann passiert. Und zwar kann ich jetzt sagen, ich mache mal die Gebäudebauaktion, Hol mir zum Beispiel das Arm. Will ich das Armhaus wirklich haben? Nö, ich hole mir mal den Wasserturm. Da kommen zwei Gold in die eigenen Rücklagen. Dann habe ich jetzt hier eine Arbeiteraktion ausgeführt. Das heißt, da kommen auch noch mal zwei äh, Holz in die eigenen Rücklagen durch die Treibflößerei. Es ist jetzt zwar Hardcore-Verschwendung, nicht optimal geplant. Ich kann jetzt einen Waldstreifen abgeben, kriege dafür fünf Holz. Das ist ein bisschen doof, weil jetzt kann ich hier einen abgeben und dann kriege ich nur ein Holz, weil dann bin ich bei genau 12. Ihr seht das, wenn das hier voll ist, dann wisst ihr, okay, ihr habt jetzt seid jetzt irgendwie an der Goldgrenze. Und oh, ich brauche echt viele Gebäude. Jetzt ist die Frage: Ich habe 1, 2, 3 B-Gebäude. Ich kann gleich noch zweimal bauen. Ich kann jetzt zwei nicht mehr bauen, das ist doof. Ich will eigentlich gleich auf jeden Fall ähm, dieses Gebäude hier bauen. Fünf Siegpunkte bei mindestens drei B-Gebäuden. Dafür brauche ich Fische und Holz. Das habe ich alles. Das ist auch kein Problem, das hinzubekommen. Und ähm, das Armenhaus. Sofort alle für. Nee, ähm, die Vermietung. Drei Siegpunkte. Boah, oh, da geht richtig was. Ähm, ich, ich Ich glaube, ich kann aber das. Warte, das geht. Ähm, oder geben wir den Fischer aus? Nein, nein, das funktioniert. Das funktioniert irgendwie. Vielleicht funktioniert es. Euch noch aufregt, das wird gleich funktionieren. Die beiden hier kommen erstmal zurück. Ähm, ich würde sagen, ich mache nicht das hier, ich mache den Sch Konstrukteur. Damit kann ich auch einen Gebäudebau machen. Dann kriegt ihr hier den. Dann kann ich mir jetzt erstmal die fünf sicheren Punkte holen. Oh, das wird ganz eng. Ähm, also, ja, sollte man vielleicht durchrechnen, aber. Jetzt mit laufender Kamera. Dann gebe ich drei Fische und zwei Holz ab und noch ein Gold. Und habe die Punkte jetzt schon mal sicher. Und jetzt kommen wieder zwei Holz hier in den Vorrat, weil ich eine Arbeitaktion durchgeführt habe. Und hier bei dem anderen Holzding werden auch nochmal zwei Holz hier reinkommen. Das heißt, Holz ist eigentlich gerade mein geringstes Problem. Das kriege ich auch gar nicht alles weg. Ich habe 1, 2, 3 B-Gebäude. Das heißt, die fünf Punkte habe ich schon mal absolut sicher. Jetzt will ich halt noch das mit der Vermietung haben. Da brauche ich im Prinzip nur Gold. Ich habe jetzt nur leider keine Aktion mehr, aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ich glaube, ja, ich will alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Das heißt, wir gehen jetzt hier in die letzte Runde. Ich bekomme den, den und den. Ah, jetzt habe ich. Aber ich brauche nur noch ein Gebäude bauen. das ist okay. Ähm, jetzt mache ich erstmal diese Zeitaktion, die hier und die hier zu zwei Gold. Das kann ich ja mit meinem tollen Gebäude hier machen. Lege das Gold halt hier rein. Dann bekomme ich jetzt wieder meine zwölf Fische und verteile die wieder. Erst auf die ältesten, dann auf die Anteile, die nicht mehr da sind. Die kommen also gleich zurück. Dann die beiden hier hin und 2, 4, 6. Das passt ja wieder genau. Die habe ich hier übrig. Und also jetzt meine letzten drei Aktionen kann ich im Prinzip genau durchplanen. Also eine Aktion benutze ich auf jeden Fall für Rücklagen flüssig machen. Dann bekomme ich alles hier hin. Das heißt, ich habe zwölf Holz, vier Fisch und. Auch viel Gold. Mit der zweiten Aktion mache ich dann Gebäudebau. Baue mir die Vermietung. Ja, ich glaube, das mache ich so. Also erstmal rücklagenflüssig machen. Das heißt, ich hole mir hier, ähm, bleiben zwei übrig, so. Komm, kriege ich noch mal zwei Gold für. Die kommen hier rein. Dann bekomme ich das jetzt alles in mein Vorrat. Hier würden jetzt eigentlich auch noch, wird jetzt noch Holz reinkommen, aber das. Ähm, kann ich jetzt auch knicken, weil ich bin hier schon locker über 12. Ich bekomme hier zwei Fische. Ich bekomme dieses ganze Gold. Durch dieses ganze Gold will ich jetzt noch mehr Holz bekommen. Also Holzmäßig habe ich echt einen krassen Overflow, dass wir auch irgendwie anders timen können. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. 2, 4, 6, 8, 10. Das andere Holz kommt einfach wieder weg. Die Fische hier vom Anteil, das vergesse ich irgendwie ständig, gerade wenn ein Video nebenbei läuft. Und genau. Dann mache ich jetzt hier die Aktion Gebäudebau. Baue die Vermietung. Die kostet mich, die lege ich dann mal hier hin. Die kostet mich drei Gold, das ist bitter, aber mein Gott. Dann zahle ich halt ah, zu viele Fische. Das passt nicht mit dem, was ich eigentlich noch machen wollte. Ähm, sechs hier hin. Oh doch, das passt eigentlich genau. Ähm, und Holz, sie sagt, zwei Holz wären jetzt auch schon wieder hier hingekommen. Und nach der anderen Aktion vom Grundprinzip auch. Ich kann das, also ich könnte es noch abrufen über eine Nachahmungsaktion, aber will man das? Mit der letzten Aktion kaufe ich jetzt Anteile. Also, es gäbe vielleicht noch irgendwas Sinnvolleres, aber ich glaube eigentlich auch. nee, wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich hole mir jetzt diese beiden Anteile. Dafür müsste ich jetzt jeweils ein Gold bezahlen, aber da wir in Runde 6, 7 sind, zahle ich zwei Gold weniger. Also kann ich einfach alles, was da die kaufen, und muss da kein Gold für bezahlen. Warum habe ich das gemacht? Weil da halt jeweils ein Punkt drauf ist. Das heißt, das waren jetzt nochmal plus zwei Punkte. Und das war's. Spiel zu Ende. Jetzt kann ich meine Punkte ausrechnen. Wie gesagt, 30 Punkte ist immer echt gut. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Punkte. Dann habe ich hier 5, 9, 13 Punkte. Dann habe ich hier 14, 15, 16, 17 Punkte. Hier habe ich dann 18, 20, 22 Punkte. Immer die Punkte, die hier oben drauf stehen. Ich habe 1, 2, 3 B-Gebäude, das heißt, da bekomme ich nochmal 5 Siegpunkte. Ich glaube, ich war gerade bei 22, sind jetzt 27 Punkte. Und dann bekomme ich hier nochmal 3 Punkte, sind 30 Punkte, plus ein Siegpunkt pro Schiff auf dem Ablageplan, das sind 31, 32, 33, 34, 35, 36 Punkte. Punkte, ja, sechs Stück, die da liegen. Und 36 Punkte ist ein echt guter Schnitt. Ich glaube, das ist mein bisher bestes Ergebnis. Wahrscheinlich werde ich in den Kommentaren sehen, äh, wo ich mich überall vertan habe, wo ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich sag, das äh, passiert einfach bei so, also es passiert eh generell beim Spielen, dass man irgendwo mal einen Fehler macht. Und wie gesagt, wenn man dem dann noch mit der Kamera Quatsch Dinge erzählt und ähm, äh, ja, eben quasi eine Rezension macht, dann passiert das deutlich häufiger. Aber ich glaube, ihr habt jetzt einen Eindruck von dem Spiel bekommen. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, auch wenn ich versucht habe, das jetzt sehr mit Leben zu füllen, dass ihr sagt, boah, nee, normale rosenberg spiele sind irgendwie anders äh, und, und machen mich mehr an. Sagt, das, äh, ich habe es ja versucht, so diese Kombination, das so zu sehen. Das ist äh, in der Form, habe ich das so in noch keinem anderen Spiel erlebt. Und das macht wirklich Laune. Es gibt hier noch diese anderen Decks. Ähm, das ist, glaube ich, das Einstiegsdeck. Das ist. Was ist das Einstiegsdeck? Also eins von beiden ist das Einstiegsdeck. Ne? Es gibt hier noch so die drei Decks. Ähm, da sind halt auch nochmal A, B und C-Gebäude bei. Eins soll halt so das für Anfänger sein. Das finde ich, wie gesagt, nicht gut. Also wenn ihr das Spiel das erstmal Mal spielt nicht toll findet, versucht mal. Das Deck mit diesem Fisch, ich glaube, es ist die Forelle. Nicht, dass ich von der Küste komme, aber ähm, äh, ne, mit dem blauen Fisch hier drauf. Das ist wirklich ein cooles Ding, wenn man halt so ungefähr weiß, wie das Spiel läuft. Und äh, ich glaube, dieses Deck hier habe ich noch gar nicht, also eins von den beiden Decks habe ich noch gar nicht gespielt. Da bin ich auch super gespannt drauf, wie das Ganze funktioniert. Das war jetzt der Kuschelmodus für zwei Spieler. Ihr könnt das Ding auch umdrehen. Dann seid ihr im Expertenmodus. Und ihr seht es schon, dann spielt ihr mit drei Farben und habt hier halt, ähm, ja, im Prinzip äh, die roten lasst die liegen, dann spielt ihr mit den blauen, lasst die liegen, dann spielt ihr mit den gelben, lasst die liegen und erst wenn ihr dann in der dritten Runde seid, dann bekommt ihr die Felder wieder. Das heißt, ihr blockiert euch noch mal jeweils mal drei Felder mehr. Und das ist schon eine echte Herausforderung. Der Solo-Modus ist auch so konzipiert, dass man ähm, drei Partien im Prinzip spielen soll. Und zwar, jetzt habt ihr diese ganzen Karten im Deck gehabt. Das heißt, die kommen alle raus, die A- und B- und C-Karten. Das geht nämlich genau auf, dass ihr jetzt für die nächste Partie habt ihr hier nochmal sechs B-Karten und neun A-Karten. Das heißt, ihr habt dann immer alle Karten im Spiel und ähm, addiert dann Punkte aus der ersten und aus der zweiten Partie. Dann spielt ihr nochmal eine dritte Partie. Ich glaube, da mischt ihr wieder einfach alles zusammen und legt die Dinger nochmal neu aus. Und ähm, in diesen drei Partien sollte ihr jeweils über 100 Punkte kommen. Da bin ich jetzt mit meinen 37 Punkten schon mal ganz gut. Wenn ich das nochmal schaffe, brauche ich in der letzten Partie nur noch 26 Punkte. Und ähm, das ist schon echt ganz cool, ihr habt es vielleicht auch gesehen. Hier unterm Baumeister liegt noch ein anderer Ältester: ähm, der Bauherr, drei Fische und 0 bis 2 Waldstreifen abgeben, Gebäudebau. Das kann auch ganz gut sein, weil manchmal kriegt ihr ja Sachen, äh, braucht ihr die Fläche, manchmal nicht. Das ist also sehr flexibel. Ähm, müsst ihr halt drei Fische abgeben, aber die habt ihr dann oftmals, aber an den kommt man halt erst ran, wenn man sich diesen Baumeister geholt hat. Und wenn ihr mit mehr Personen spielt, ähm, dann liegen hier einfach auf allen Ältesten oder bei manchen Ältesten noch äh, andere Älteste, das heißt die darunter liegenden, äh, bekommt ihr auch erst dann, wenn ihr die darüberliegenden liegenden äh, quasi abgegrast habt. So, hier liegt, glaube ich, es auch irgendwas gibt. gesagt, die anderen Ältesten, ähm, ja hier Hafenmeister, tausche einen Slup gegen einen Kutter oder einen Kutter gegen einen Schoner. Das heißt, da kann man im Prinzip jede Runde, wenn man das aktiviert oder ein Nachahmungsfeld aktiviert, äh, hier um seine Flotte einfach bequem ausbauen. Der Seemann ist auch ganz cool. Der war jetzt in meinem Deck nicht so wichtig. Fisch servieren, mehrmals für ihr ein Gold, also das ganz normale Fisch servieren, was man da oben auch macht, aber man kriegt immer ein Gold und ein Holz. Das heißt, auch damit kommt ihr ein Holzraum. Manchmal habt ihr wirklich echte ähm, Holzprobleme und es kann sein, dass ihr hier irgendwie alles abholzt und dann hier unten noch leere Felder habt. Äh, da gibt es auch wieder Gebäude für, mit denen das irgendwie toll sein kann. Dass, also ich habe jetzt zum Beispiel, es gab ja dieses Feld, ähm, wo ich irgendwie bei Spielende ne, Minuspunkte auf dem eigenen Spielplan mit jedem Holz abdecken. Wer für mich überhaupt kann Problem gewesen, hätte ich machen können, in die Bredouille bin ich aber gar nicht gekommen. Also, das Ding ist wirklich gut. Ähm, ihr kennt vielleicht Felix von Freitag mit Felix auf meinem Live-Kanal. War jetzt schon zwei, drei Mal dabei, wird in diesem Jahr noch deutlich häufiger passieren. Ist auch totaler Uwe Rosenberg-Fan. Ähm, der arbeitet hier in der Spieleburg, Der findet dieses Spiel auch total gut. Er hat auch schon viele Solo-Partien gespielt. Ich glaube, es gibt sogar irgendwo in der Regel im Eimernacht eine Variante, ähm, wo man sich aus allen Decks so seine Lieblingskarten zusammennehmen kann. Das hat auch jeweils ähm, von denen hier 18 Karten nimmt, von denen 12, von den c Karten auch eine bestimmte Anzahl. Und dann baut man sich darauf, daraus einfach so sein deck zusammen nimmt indem auch jeweils die hälfte der karten immer rein kann auch damit drei durchgänge spielen und da kann man sich auch coole kombinationen überlegen das ist aber eher was für wirklich richtige hardcore spieler und felix findet dieses ding eben auch richtig gut hat das weihnachten richtig hart rausgehauen das halt leuten verkauft wo ich gesagt hat ey das ist viel zu viel für dich aber er meint auch nur ey das ist ein schönes spiel hat super einfache regeln und, ähm, ja, ich glaube, alles Weitere sage ich jetzt einfach mal im fazit dazu. Ähm, ich hoffe, ihr konntet so einen kleinen Eindruck vom Spiel gewinnen, aber wichtig ist eben wirklich, ähm, das Spiel ändert seinen Charakter mit den hier ausliegenden Gebäuden. In der nächsten Partie werden wir jetzt halt ganz andere Gebäude da auslegen, halt alle, die die jetzt nicht im Spiel waren. Andere Decks geben dem Spiel auch wieder einen anderen Charakter. Es soll im Jahr 2018 das Schollendeck rauskommen, was auch cool ist, weil ihr habt mit jedem neuen Deck wirklich einen ganz neuen, eine ganz neue Herangehensweise, wie ihr das hier kombiniert, wie ihr das aufbaut. Das ist cool gemacht von mir auf jeden Fall zwei Daumen nach oben und ähm, ich bin selbst überrascht von mir, dass ich also nach den ersten beiden Partien ich hab, weiß nicht ob wir das gestreamt haben damals ähm, müsst ihr auf meinem Kanal gucken, ich habe das ist irgendwann im Dezember. Da war das, äh, war ich auch so ein bisschen gespielt und dachte so, puh, also normal kenne ich das von in Rosenberg so ne? mit irgendwie so Schafen und Hunden und alles aufbauen. Und das hat man hier nicht wie gesagt. Muss man sich daran gewöhnen. Das werdet ihr alles gleich nochmal im Fahrzeugvideo hören. Oder ihr habt es schon gehört, wenn ihr das Fahrzeugvideo vorher geguckt habt. Das war es von mir, das war es von Nussjord von Uwe Rosenberg. Ähm, danke fürs Zugucken. Wie gesagt, gebt dem Spiel eine Chance. Es lohnt sich. Wenn ihr Eurofans seid, wenn ihr Solo-Spieler seid, Guckt es euch an, es ist wirklich absolut grandios. Und das war's von mir. Ich sage bis bald und tschüss.